So, herzlich willkommen zu diesem kurzen Test. Ich habe ja schon ein Video über das schnellste Pferd in Breath of the Wild gemacht, jedoch haben einige gesagt, dass es doch noch schnellere Reittiere gibt, wie zum Beispiel der Herr der Wildnis oder auch der weiße Schimmel von Zelda. Aber ist das wirklich so? Zeldas Schimmel ist zwar besser als die meisten der Wildpferde, aber ganz so toll sind die Werte jetzt auch nicht. Die Werte des Herrn der Wildnis sind nicht bekannt. Das einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er 5 Ausdauer hat und diese nie zu Ende geht. Als gute alte Bekannte habe ich wieder mein schnellstes Pferd und Epona mit ins Rennen geschickt. Ich bin mal wieder auf der Teststrecke auf der ehemaligen Lunlun Farm. Als erstes kommt der Test, welches Pferd im Traben das schnellste ist. Das Pferd mit 5 Tempo ist hier das schnellste, dicht gefolgt von Epona. Der Herr der Wildnis und Zeldas Schimmel teilen sich den 3. Platz. Kommen wir jetzt zum Sprinten. Wie auch schon beim letzten Mal ist das Pferd mit 5 Tempo das schnellste, fast zeitgleich mit Epona. Auf dem 3. Platz landet der Herr der Wildnis, Zeldas Schimmel landet hier auf dem letzten Platz. Nach wie vor ist dieses das schnellste Pferd, das ihr im Breath of the Wild fangen und registrieren könnt. Das Video, in dem ich euch zeige, wo ihr es fangen könnt, findet ihr in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Euer Silbermatrix sagt, haut rein, ciao!